Herzlich willkommen, Bartam und Sandy ist wieder. Willkommen zur neuen Folge von Ratchet & Clank Rift Apart. Wir gehen da rein. Wir gehen da rein. Und gehen weiter mit der Hauptmission. Kennen sich die beiden, ne? Egal. Ja, cool aus da, ne? Bedrückt dich irgendwas? Komm schon, raus damit. Ich fühle mich verantwortlich für all das. Möglicherweise liegt es an mir, dass die Dimensionen zerbrechen und Ratchet und ich uns verirrt haben. Oh, ja. Tja. Hey, dein Kommunikator läuft bald wieder. Das ist nicht schlecht. Stimmt. Wir gucken nach. Oh Gott, also, wir fliegen das mal. Ist Zokis Gastropop und Arenaplex. Hallo, du für einer. Im Universum bekommst du bessere Ersatzteile als hier. Ich hoffe, du hast recht. Die Zerstörung des Dimensionators muss eine Art Dimensionskatastrophe bewirkt haben. Junge, du bist cool. Wenn ich Ratchet nicht finde. Keine Sorge, Bolz. Ich repariere dich. Das ist schon wieder Mords. Oder Mord. Was ist jetzt eigentlich das? Mords Limonenwasserrezept nimmt langsam Gestalt an. Die Schwebefelder scheinen kaputt zu sein. Oh Gott, Scheiße! Das wollte ich nicht! Geht ja! Was ist das? Abgehakt. Oh, ich habe ein neues Outfit bekommen. Schauen wir mal. Vielleicht ziehen wir ja mal was anderes an. Was habe ich bekommen? Den Helm hier. Der ist doch cool. Nehmen wir mal den hier. Ein bisschen Outfit schadet ja nicht. Ein bisschen Outfitwechsel. Okay. Ja, ist das jetzt echt ernst? Wer ist ernst? Ah, ich meine ehrlich. Woher bin ich da jetzt rausgefallen? Das ist doch funny. Der Schaf Anui. Mords Limonenwasserrezept nimmt langsam Gestalt an. Erst gleich. Na, da ist sie ja. Ich kann meine Sachen weiter ausrüsten oder umrüsten oder kaufen oder mal schauen. Deine Gegner britzeln lassen? Sag mal, höre ich da etwa Donner? Regen? Nein!
Danke, der Blitz, auf Ihre Bitte und... Man kann mir nicht leisten, kann man nicht leisten. Dafür willst du definitiv wieder vorbeikommen. Ich bin mir nicht sicher. Oh, das Ding platzt jetzt vor Blasterleistung. Sehr schön. Na los, Ich weiß nicht was, den hier. Nee, hier im Partybild. Ich mag den Partybild nämlich. Hier rundherum, dann schalte ich das hier unten frei. Oh, hallo. Na, das wird einen gehörigen Wumms haben. Ja, ich habe jetzt eine Giftwolke. Bis dann mal. Baba. Bis demnächst. Ich nehme deinen Mantel und all deine Waffen. Daran sollte ich schon gewöhnt sein. Danke für den Besuch im... Zoki ist meistens hinter der Bar. Er wird wissen, wo ich den Piraten mit den Ersatzteilen finde. Tja, was soll man sagen? Alles ist ja ausgefallen. Er ist alles sehr cool. Wow, die Kampfarena. Das Universum scheint leider noch instabiler zu sein. Unbefugter Kampfteilnehmer, schade. Na, wie geht's dir? Reden wir mit Zoki? Je eher mein Kommunikator wieder läuft, desto besser. Oh. Namaste und Frieden sei mit dir, Revet. Hey Zoki, hast du unseren geliebten ersten Mat gesehen? Brauchen Signalverstärker. Sieh mal an, so sieht man sich wieder. Gib mir das Teil. Bist du mir eher gefolgt? Sehnst du dich so verzweifelt nach meiner Zuneigung? Gib mir das Teil, Pierre. Wieder und wieder sage ich dir, mein Herz ist vergeben. Und doch... Rusty Pete? Rostig? Mon Dieu, dein Freund ist ganz schön fresh. Mein Name ist Pierre Lefebvre. Pirat extraordinaire. Kämpfen wir drum? Zurkis ist eine gewaltfreie Zone. Regelt das draußen. Ich bin mehr Liebhaber als Kämpfer. Aber für dich... mache ich gerne eine Ausnahme. Treten wir einem Roboter in den Hintern? Eine sehr fragwürdige Formulierung. Aber warum nicht? Wo aber klar doch. Da drüben an der großen Fensterwand ist eine Konsole. Echt cool. Ich zeig sie dir. Gut. Begrüßen. Was besiege Pierre's Crew? Gibt es in jeder Dimension eine gefährliche Kampfarena? Ich würde gegen euch kämpfen, aber erst müsst ihr beweisen, dass ihr es wert seid. Die Piraten kommen durch Spalten? Bewundernswert, dass sie immer neue Wege zum Mogeln finden. Ja.
Ich hab hier. Oh, ich darf da nicht rein. Kampfpilze, mir kann keiner was. Kämpft, meine Pilze, kämpft! Ich will! Ich bin leer. Hier. Den müssen wir auch mal schießen hier. Also die Waffe ist nicht ohne. Au! Feuere eine Salve! Munition ist knapp. Hallo Pixelhaufen. Mit mir nicht. Roboterpiraten. Ich hab Schuhe bekommen. Ich bekam Schuhe. Feuer!
Mein Pixelhaufen! Keine Muni mehr. Was solltest du für mich? Was ist denn hier los? Kribbitz zeigt siegreich aus den Dürren des Schlacht hervor. Jubelt, Leute! Jubelt! Eine Niederlage? Aber wie? Ich werde meine Rache bekommen. Endgültig und dramatisch. Aber ihr, nehmt das Teil. Eureka! Sie hat's geschafft. Ratchet, kannst du mich hören? Ratchet, kannst du mich hören? Clank, geht's dir gut? Wo steckst du? Ich sah, wie der Lombax dich mit... Mir geht's gut. Und ich bin gerade bei dem Lombax. Hey, ich bin Rivet. Hi! Wow, das ist... Warte. Okay, ich muss dir was erzählen. Dr. Nefarius ist jetzt der Imperator dieser Dimension. Bitte, was? Nein. Ich hab genug zu tun mit meinem Nefarius. Das ist es ja. Wir müssen ihn und uns hier rausschaffen, aber ohne den Dimensionator... Ich glaube, wir müssen einen neuen bauen. Ich kenne einen Propheten von Savali namens Gary. Er wird wissen, was zu tun ist. Ich bin nur ein paar Sektoren entfernt. Ich schau's mir an! Was können wir tun? Gibt es den Planeten Bleeza Prime in dieser Dimension? Ja. Wieso? Wir können dort das Phasenquarz zum Antrieb des Dimensionators finden. Wenn ich recht habe, können wir das Gerät innerhalb kürzester Zeit nachbauen. Dann sollten wir wohl mal loslegen. Ich bin froh, dass es dir gut geht. Ebenso, Ratchet. Pass gut auf dich auf. Wow, ein anderer Lombax. Los, bauen wir das Ding. Oh. ich bin Ratchet & Clank hier. Ist eigentlich noch irgendwas, was ich hier machen kann? Ich habe keine Karte. Der Abschussliste des Imperators. Ganz oben? Jede Wette. Ich hoffe, Dr. Nefarius macht keinen Ärger. Aber wie wir ihn kennen, bezweifle ich, dass wir so viel Glück haben. Gut, dann hauen wir ab hier. Obwohl, gibt's hier drin eben noch was? Ihr könnt ja noch weiter kämpfen, oder? Nee. Aber wahrscheinlich kriege ich da auch was. Habe ich das Piratenoutfit bekommen? Aber egal, vielleicht kehren wir ja wieder mal hierher zurück. Thank you.
Jetzt habe ich wieder eine Karte hier, aber das hier ist eh eigentlich klein. Ein kleiner Garten. Hallo, Dimension! Es stimmt, ich war weg seit, ihr wisst schon wie lange. Also dachte ich, wir sollten mal wieder quatschen. Was habe ich so gemacht? Oh, nur mit meinen treuen Fans geplaudert. Meine tolle Landschaft genossen. Und herausgefunden, dass zwei freche Lombaxe überall herumrennen und versuchen, alles zu ruinieren. Also biete ich jedem ein Kopfgeld von 3 Squillionen Nefarius Freiheitscoupons, der es schafft, mir diese pelzigen Ganoven zu bringen. Tot oder lebendig. Aber vorzugsweise lebendig, damit ich noch etwas Spaß mit ihnen haben kann. Mein raffiniertes Spionagenetzwerk deutet an, dass sie sehr bald auf Blizzard und Savali sein werden. Also beeilt euch! Oh, wenn diese Lombaxe zuhören. Ihr sollt wissen, dass ich euch zu Staub zertreten werde. Dann werde ich diesen Staub in eine Sonne schicken. Und anschließend werde ich diese Sonne in ein... Toll, ich bin auf 2 Nefarius-Abschusslisten. Und er weiß, wo wir hinwollen. Ja, wir wollen mal nach Savali. Ich hoffe, Ratchet findet diesen Propheten bald. Das macht Ratchet, aber auch in der nächsten Folge. Wenn ich ein Dimensionator bauen könnte, wo wäre ich? Irgendwo hier. Wie gesagt, in der nächsten Folge suchen wir weiter. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Oh, hier können wir uns auf unsere Waffe wieder mal aus. Die ist überall. Das finde ich cool. Und ja, nochmal. Hallo. Ja, sehr gut. In der nächsten Folge dann. Bye, bye, Leute.